Wir haben heute wieder eine großartige Show und ich sage das sonst ja nie. Heute schauen wir in der Show einmal auf das seit einiger Zeit geltende neue Datenschutzgesetz mit dem marketingtechnisch sehr hippen Namen Europäische Datenschutzgrundverordnung. Von seinen Freunden kurz EU-DSGVO genannt. Und von noch besseren Freunden, also von uns allen, einfach nur DSGVO. Google und Facebook wiederum nennen es auch gerne liebevoll das neue Dreckswix-Ding der verdammten Arschwichser der Kack-EU. Aber ist es wirklich so ein Dreckswix-Ding der verdammten Arschwichser der Kack-EU? Oder hilft es uns eher, wieder Herr über unsere eigenen Daten zu werden? Na, wir werden das bestimmt in der Show klären können. Willkommen bei der Late Night Show mit mir, Florian Strelitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen auf die neue EU-Datenschutzgrundverordnung und stellen die Frage, jetzt Daumen hoch oder eher Daumen runter und eine miese Bewertung. Wir sollten uns heute unbedingt einmal die Zeit nehmen und uns das etwas genauer anschauen. Unsere Daten sind der Raketentreibstoff einer ganzen Branche. Unternehmen wie Facebook und Google verdienen damit ihr gutes Geld. Und wir nehmen ihre Dienstleistungen ja auch gerne kostenlos an. Nur halt zum Preis für die Hoheit über unsere eigenen Daten. Und da half ein Datenschutz, wie wir ihn bisher hatten, einfach nicht mehr aus. Denn das Internet ist nichts anderes als der Wilde Westen 2.0. Also eine Art Westworld mit nur noch mehr nackter Haut. Und neben der unendlichen Freiheit, die man dort genießen kann, gibt es halt auch noch wenige Regeln, die uns davor schützen könnten, nicht an jeder Stelle im Internet abgezockt zu werden. Und jetzt mal ganz ehrlich, Nigeria. Ich weiß nicht, was bei euch los ist, aber alleine ausgehend von meinem E-Mail-Account hast du einen ziemlich inflationären Verbrauch von Königinnen, Prinzen, Premierministern und Präsidenten. Also Nigeria, krieg deine Scheiße endlich mal auf die Reihe und entscheide dich für nur noch einen König, einen Prinzen, einen Premierminister und bitte nur noch einen Präsidenten. Das macht es mir dann nämlich auch deutlich einfacher, all die ganzen Formulare jedes Mal neu ausfüllen zu müssen. Also Nigeria, krieg deinen Scheiß endlich mal auf die Reihe. Die Daten von Internet-Usern sind die Gold-Platin-Diamanten-Adern im Internet, um grenzenlos Geld verdienen zu können. Und das bisher ohne viele störende Regeln. Wir haben dieses Jahr alleine bei Facebook 3 große Datenlecks erlebt. Und nicht nur, was mit unseren Daten angestellt wurde, ist erschreckend, sondern auch, wie viele Daten über uns überhaupt gesammelt wurden. Und wer jetzt denkt, ich bin ja gleich bei Facebook, ich bin sicher. Eben nicht. Facebook erstellt sogenannte Schattenprofile auch von Menschen, die eben nicht auf Facebook sind, aber über die ihre Freunde auf Facebook reden oder bei WhatsApp schreiben oder über die sie Daten auf ihren Handys haben. Und genau hier ist ein Schutz unserer Daten, unserer Privatsphäre mehr als notwendig. Er ist sogar essentiell. Denn ich finde es mehr als beängstigend, dass es von mir Profile gibt, zum Beispiel nur aus den E-Mails meiner Freunde über mich. Und ich denke, der normale Weg zu erfahren, was Freunde wirklich über einen denken, ist immer noch zufällig in einen E-Mail-Verteiler von denen zu rutschen und es dann nachlesen zu können. Als bei Facebook auf einmal Werbung für Schokolade zu sehen und Hinweise zu bekommen, dass Selbstmord durch Mobbing durch die eigenen Freunde kein Ausweg ist. Wahre Geschichte. Und genau hier kommt das DSGVO ins Spiel. Es definiert sogar das Spiel komplett neu. Wir können bestimmen, ob überhaupt unsere Daten Firmen zur Verfügung gestellt werden und wie. Es gibt uns einen Einblick, was für Daten überhaupt über uns gesammelt werden und wem diese Daten zur Verfügung gestellt werden. Das DSGVO ist die Schwertspitze im Kampf für die Sicherheit unserer Daten gegenüber Unternehmen, die unsere Daten ansonsten ohne Regeln, ohne moralische Verantwortung und ohne unser Wissen nehmen und Milliarden damit verdienen. Ist die Umstellung für viele nervend und anstrengend gewesen? Ja, das ist sie gewesen. Hätte man als Bundesregierung da helfen können? Hundertprozentig. Hätte man als Bundesregierung zum Beispiel eine Vorlage bereitstellen können, die von Vereinen, Newsletterbetreibern, WhatsApp-Gruppen und Co. hätte gut und einfach genutzt werden können und den Menschen hätte Sicherheit gegeben und schützen können vor Abmahnungen? Na, selbstverständlich. Haben wir nicht eigentlich genau für solche Sachen ein Verbraucherschutzministerium? Ja. Hat sich das die Mühe gemacht, genau so eine Vorlage in den letzten 2 Jahren zu erarbeiten und uns zur Verfügung zu stellen? Ganz klare Antwort, natürlich nicht. Sucht man auf der Seite des Verbraucherschutzes, auf der Seite des Bundesjustizministeriums nach dem DSGVO, das offiziell Bindestrich geschrieben wird,
bekommt man ganze 3 Ergebnisse, aber keine Vorlage. Gibt man es ohne Bindestrich, also DSGVO, ein, sind es sogar 4 Ergebnisse mehr. Gibt man dann den Begriff Scheiße dort ein, bekommt man wieder nur 3 Ergebnisse. Gibt man wiederum Danke für keine Hilfe vom Verbraucherschutz ein, kommt man auf sage und schreibe 87 Treffer. Das DSGVO kann die Daten kraken, die Googles da draußen eindämmen, aber auch nur, wenn wir es auch wollen. Wenn wir lieber voll auf "nutze meine Daten bis zum jüngsten Tag, ist mir scheißegal, Hauptsache" weiterdrücken, tja, dann selber schuld. Wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lächeln News. Bis dahin, gute Nacht und viel Glück da draußen.